Bisher bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Wow, der Patriot. Willkommen bei S.H.I.E.L.D. Wir beide sind S.H.I.E.L.D.-Agents. Ja, ja, Gott sei Dank. Du kennst mich gar nicht. Tut mir leid. Diese Agentin hat mir gesagt, was ich sagen soll. Hydra dankt Ihnen für Ihre Dienste. Heute konnte ich zum ersten Mal meiner Tochter nicht in die Augen sehen. Ich will das in Ordnung bringen. Ich bin hier, um zu helfen. Diese Frau ist nicht von hier. Sie kam hier rüber, von der anderen Seite. Madame Hydra, sie hat ihn unter ihre Kontrolle gebracht. Fitz würde nie einer Unschuldigen etwas antun. Nein! Anscheinend kennt sie mich wohl doch nicht. Ich weiß ja nicht. Denken Sie, das reicht? Ehrlich gesagt, wirkt es ein bisschen wie ein Fake. Sie haben recht. Es wirkt gestellt. Es fehlt das gewisse Etwas. Ich dachte eher an kaputten Scheinwerfer. Ich habe großen Respekt davor, dass Sie hier freiwillig mitmachen. Für die verdeckte Arbeit brauchen wir so viele neue Gesichter wie möglich. Hä? Ja, ich kann einen Akzent aufsetzen oder eine andere Sprache sprechen. Mein Spanisch ist mucho bueno. Das wird nicht nötig sein. Okay. Der Bus muss nur anhalten und seine Türen öffnen. Hoffentlich ist Sky an Bord. Das ist gut möglich, wenn sie zur Umerziehung in eines von Hydras Gefangenenlagern geschickt wird. Aber Sky zu retten ist nicht die Mission. Ich will einen anderen Gefangenen finden. Weiß Ward Bescheid? Ja. Er fand's nicht so gut. Er ist nicht mehr ganz bei der Sache, seit der Doktor diese Frau umgebracht hat. Ich muss auch ehrlich sagen, es war ganz schön hart anzusehen. Für uns alle. Diese Gemma Simmons, wie gut kennen Sie sie? Gut genug, um zu wissen, dass sie auf unserer Seite ist. Aber sie behauptet, der Doktor sei nicht böse, sondern nur Opfer einer Gehirnwäsche. Glauben Sie das? Ach, hab schon Verrückteres gehört. Naja, verrückt oder nicht. Sie verheimlicht irgendetwas. Tintenfische unterwegs. Es geht los. Hey! Hey! Da steckt jemand im Auto fest. Können Sie helfen? Hände über den Kopf und auf die Knie. Oder wir schießen. Hören Sie, es tut mir leid. Ich habe das Auto nicht gesehen, ehrlich. Ich glaube, die Fahrerin war betrunken oder so. Eine Warnung wäre nett gewesen. Sky? Ich hoffe nicht. Danke, Gentlemen. Wieso tust du das, Fitz? Es heißt Dr. Fitz. Und im Gegensatz zu den anderen Herren kenne ich die Wahrheit über dich. Und deine Welt. Du meinst unsere Welt? Oh, keine Spielchen mit mir. Ich weiß, dass du die echte Sky ersetzt hast. Wie bitte? Ersetzt? Das hat sie dir erzählt? Irgendwie habt ihr in eurer Welt Hydra besiegt und jetzt wollt ihr unsere erobern.